Okay. Was haben wir denn noch für dicke Waffen? Gucken wir doch mal, was er tanzen kann. Mal gucken, ob du hier den Bär aufs Parkett bringen kannst. Ne? Dann zeig uns das. Das ist das Gelbe der Wahrheit. Der tanzt doch nicht, oder? Doch, der tanzt. Tatsache. So, das ist dazu kommen. Juckt den gar nicht. Pass auf, das war zum Schaden. Aber ganz kurz. Dem sind die Schaden, macht das gut. Soll ich nochmal raushauen? Immer noch hoch, oder? Dann springe ich den Scheiß ins Schritt. Kann mich ja so nicht treffen. Da ist was dran. Wenn ich jetzt noch schießen würde dabei, wäre ich voll aus. Ne? Cool, aber gehen wir. Ich fordere dich nicht, Tim, das geht nach hinten los. Irgendwie war das voller Geniestreich mit dem Eis. Ich weiß, das war so geplant. So, jetzt mach ich ihn damit platt, hau noch die Dinger rein. Wenn man jetzt richtig Party kriegt. So, geh aufs nächste Level, schieß die Dinger drauf und dann ist er direkt down. Irgendwie übernimmst du gerade alle Rollen von von allen möglichen Klassen in so einem MMO. Du stunst den, du heilst dich selber, weißt du, du tankst den. Richtig cool. Cooler Typ. Ich kenn den. Zack. So, Junge. Jetzt zeig mir nochmal dein Feuer. Oh. Dann müsste er zurückkommen. So. Es ist Zeit für Disco. Wir gehen wieder raus, nehmen die Tesla-Geschütze, werden ihn damit einkesseln, dann wird er wunderbar Dings. Dann machen wir wieder Eis drauf. Geben wir noch ein bisschen von dem hier. Geben wir noch ein bisschen von dem hier. Klingt gut, Mann. Und werden ihn finishen. Mit dem Rülpser. Sag ich doch. Alter! Ja, weil ich schon nach hinten gezogen hab. Geh da down. Jetzt Alter, das ist Fist of Tim, Mann. Dann haben einfach alle Waffen leer geschossen. Das haben wir auch schon mal irgendwie anders geschafft. Ich weiß gar nicht, wie wir das geregelt haben. Was meinst du? Mit den zwei Hydras. Ja, da hatten wir viel mehr Waffenpakete. Da waren mehr Munition und so drum. Wesentlich mehr Waffenpakete. Da waren ja richtig. Außerdem waren die nicht direkt nebeneinander, oder? Die waren so in ja, die waren etwas weiter voneinander weg. Ja. Durch die Hydra-Panzer. Ja, wir machen. Und zwar einfach da hochgehen können. Wir helfen uns denn so dann. Vertrau mir. Schibi. Muss jetzt wieder so Pflanzen einpflanzen. Pflanzen einpflanzen? Was soll man den Pflanzen sonst machen? Ah, okay. Aus Pflanzen. Doch, mein Pferd. Da hinter dir. Ja. Rechts da. Geradeaus. Links. Hinter dir. Geradeaus. Warte. Die Pflanzen auf die Erde legen, da hinten. Was ist da los? Wie nehme ich die denn? Einfach mit dem Schraubenschluss. Achso. Voll der multifunktionale Schraubenschlüssel. Da rechts. Geradeaus. Da rein. Ja. Ach, das ist das geil, wie schnell wachsen die denn? Ich dachte, da muss Wasser drauf. Das dachte ich auch, ehrlich gesagt. Ja, die wachsen ja noch tausendmal mehr. Okay. Wenn du zurückreißt in der Zeit. Jetzt da hinten muss auch noch eine. So eine Pflanze neben mir. Ich glaube, da sind auch noch. Noch welche? Da sind noch mehr, ja. Na dann. Dann nehme ich mir erstmal von der Pflanze da oben und dann fahre ich noch ein bisschen hier rum. Ja, wieso das denn? Da unten war da auch eine. Ich habe keine gesehen, wo war die? Ich auch nicht. Ich sehe auch nicht das Becken, wo man hier einpflanzen muss. Da links. Über die Brücke links. Ah, da, ja, auf der Ecke da. Ach da. Das ist richtig unscheinbar. Da ist das Ding. Guck mal, ob links noch irgendwas ist. Ja, ja, das Grüne da auf dem Radar ist es. Das habe ich jetzt erst gecheckt. Ja, aber da war auf jeden Fall eine Pflanze. Ja, kann ich so. Okay, dann fahren wir da hin. Da ist der Pflanz. Was soll ich zu der Steuerung hier sagen? Die gefällt mir nicht. Weil man das auch tut, aber beim Gas geben gefällt mir die Steuerung in der Tat gar nicht. In der Tat? Ja, was ist denn damit? Das willst du nicht wissen. Komm. Das ist voll geil, das reicht aus der anderen Zeit hier rein, ey. Wie komme ich jetzt da hoch? Zurück? Dann kannst du da kommen. Ach, und dann da rein sliden? Ja. Okay, gut, ich dachte, ich muss das machen. Ah, es ist ein Auftrag für mich! Für wen denn sonst? Relaschiert. Benutze die Ranke. Ja. Ich erinnere mich an
daran, dass dein letzter Grind auch nach rechts ein bisschen in die Hose gegangen ist. Danke, dass du mir das gesagt hast. Ich habe gerade nicht mehr darauf geachtet, spring, dass das geht. Rechts. Seriously? Und spring. Und spring. Und zurück in die Vergangenheit. Vielleicht eine Munition kaufen sollen. Nee. Ist doch Munition. Außerdem haben wir immer noch den Schraubenschlüssel. Schieß mich doch ab. Und unseren Mut. Und dessen Munition geht mal leer. Okay. Wir sind voll. Was schicken voll wir denen voll denn? Im Arsch? Was schicken wir denen denn ab? Erstmal die Dinger, die miebst du doch so. Oh, die jucken den ja sogar. Ich dachte, wie die machen die dann. Ja, gut, wenig, aber. Ja, was halt wenig. Kreisklingen sind richtig geil einfach. Muss was rausziehen. Wenn er schon echt so nah dran kommt. Okay, dreimal vermutlich. Meinst du? Nein. Der könnte sich verstecken. Voll ins Gesicht. Vor allem, wie der immer davor geht und dann die Sachen aufmacht. So. Er hat meine Schwachstelle herausgefunden. Ich habe sie ihm leider gar nicht präsentiert. Was heißt leider? Ich habe sie ihm präsentiert. Ja, war das nicht Sarkasmus? Ah, okay. Oder Ironie? Ich verstehe es. Oder Zynismus? Du glaubst doch nicht, dass du mit solchen kleinen... Was ist das eigentlich? So Dinosaurier... Cross-Kröten-Viechern mich töten kann. Ja, genau das. Was? Extreme Dinosaurs. Die waren auch cool. Oh, waren die geil. Die Extreme Dinosaurs. Alter, waren die awesome, ey. Okay, da vor mir bahnt sich was. Da kommt was auf mich zu. Ja. Macht Clank eigentlich auch noch was? Nope. Ich glaube schon. Ein bisschen Chillhorn und so. Ja, ich könnte jetzt hier so mit denen machen. Machst du aber nicht. Ja, ne. So. Hier schön nochmal in die Mitte fliegen. Ratzebär. Ein Ratzebär. Die Songoiden werden diesen Tag immer ehren. Wir schulden euch beiden unseren Dank. Was möchtet ihr als Gegenleistung von uns? Also es gäbe da etwas. Hucks Toaster. Das sieht ein bisschen aus, als wäre der mit einem Scheißen. Ich hätte gern einen Clank Toaster. Ich auch. Nee, ich hätte gern einen Clank und einen Toaster. Der wäre immer right on time, oder? Ja. Das Toast. Also eine Beyond Crack. Wenn du Cracker reintust, ist dann ein Cracker. Ein Crack Cracker? Ein Crack Cracker. Was kommt denn Patent! Mist! Kehre in die Gegenwart zurück. Hat nicht vor. Ich habe übrigens Munition gekauft. Also schon mal. Schau mir mal gerade so auf. Ja, gucken wir mal, ob wir Aubif binden können. Guter Plan. Dülle Rüstung. Oh. Fehlt nicht mehr viel. Sammeln wir mal bald. Ich verbrate erstmal welche. Für Muni. Munition. Aber ich finden will ja noch eigentlich den Reader ja haben. Ne? Den wen? Den Reader. Reiß ihn dir. Wer ist denn der Reader? Auf, Mann. Das ist ein so ein E-Book-Reader. Wie so ein. Weißt du? Ist geil. Kriegen wir den denn? Ja, wir müssen erstmal eigentlich die Baupläne bekommen. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt eigentlich so. Ob man die im Laufe des Spiels auf jeden Fall bekommt. Oder ob man die extra sammeln muss. Krass, glaub, so sieht das jetzt aus. Vor allem der kleine Pimmel hat gar nichts gemacht. Oh, hey, ihr seid zu früh. Die große Aufführung ist doch erst heute Abend. Aufführung? Na klar, Bruder. Der historischen Schlacht im Gimliktal. Ein glänzender Sieg der fungoidischen Geschichte, Bruder. Sagt, kenne ich euch beide vielleicht? Ihr kommt mir irgendwie so bekannt vor. Nein, sind zum ersten Mal hier. Und zum zweiten. Gerade deinen agorianischen Kreuz. Er ist vollkommen restauriert. Ich wollte ihn flott machen bis zur Show, aber seine Energiezellen sind leider leer. Ich glaube, da können wir behilflich sein, wenn wir dir ein paar frische Energiezellen besorgen. Dürften wir uns dein Schiff dann ausleihen? Ja, das ginge wohl schon in Ordnung. Solange ich es rechtzeitig zur Show wieder habe.
Wenn du Batteriebots findest, wirf sie einfach in diese Ladestation. In diese Ladestation. Da ist einer. Wo denn? Alter, wo denn? Hinter dir. Kannst du einfach sagen, wo er ist? Ich seh den nicht. Was? Ich seh den nicht. Was? Das ist ein kleiner Junge, den stopf ich einfach. Da ist einer. Tim, da geradeaus. Da ist er. Wirf mal. Wo denn? Da ist er. Du hast ihn. Du hast ihn, Tim. Tim, der andere ist bestimmt nicht da. Aber da ist eine große Kiste. Da waren sie nun. Tim. Oh, mal die Kiste. Tim. Pip. Hey. Jetzt brauche ich keine Pimmel. Ich bin ja schon ruhig. So. Ich meinte dich ja auch. Und Vollspeed! Oh, cool! Bugs. Lol. Schiff betrunken, Bugs. Okay. Brennmesser, Düsen, Warp-Antrieb. Vielleicht sollten wir die Bedienungsanleitung lesen. Ist ganz leicht. Überbewertet. Jetzt der Booster. Das ist das Rad. Moment, ich muss nur... Ups, der Knopf sollte wohl nicht abgehen, oder? Was rede ich überhaupt? Das ist eine gute Frage. Was willst du uns sagen? Übersetze es uns. Nicht auf Rüstung mit zwei Wörtern Sonic! Miau? Nefanius. Und warum brauchten wir jetzt das Schiff? Weil unseres ja noch da ist. Der hat uns ja weggeschleudert. Ach ja! Ja, stimmt, da war ja, doch was. Das ist schon wieder eine Woche her. Guck mal bitte nach, wie viele Rieder-Kacke wir noch brauchen. 7. Lawrence muss zurückgekommen sein. Haben die vorhin uns gesagt? Ich finde das. Wow. Alter, ich lasse heute blind durch das Spiel. Zwischendurch. Moment! Ich muss kurz Rüstung checken. Hammer time. Ich hab grad Verlust, die Beastie Boys zu hören. Dann drück mal Start. Und guck mal, wie viele Rieder-Dinger wir brauchen. Wo krieg ich das? Kann ich hier gucken? Finde den vollständigen Rieder hoch. Da. Finde den vollständigen. Da drunter. Guck mal drauf. Kann man da drauf drücken? Nee, schade. Nope. Guck mal. Warte, ich will mal kurz nachgucken. Man könnte ja auch im weltweiten Netz nachgucken. Was? Wir brauchen 10 Stück, ne? Ich hab doch gesagt, wir brauchen noch 7. Hab ich doch gerade eben gesagt. Wo müssen wir lang? Was meint ihr? Ich dachte, wir bräuchten nur 5. Sehen Sie sich um, Chef. Jungs, wo sollen wir sagen? Gehen da lang? Oder wo war das? Kommt doch mal, wo wir hin müssen. Wie viele Bolts brauchen wir noch? Wie viel was? 20.000. Für die Rüstung? Zu Nefarius fahren. Ja, dann machen wir das doch. Dann, ja. Es sei denn, wir könnten jetzt gerade noch irgendwo Bolts farmen, so viele, aber... Nee, komm. Höchstens auf dieser Kampfarena. Ich weiß nicht, wenn das jetzt schon schnurstracks. Wo ist das denn hin? Da ist er. Oh ja, jetzt sehe ich's. Ach, das ist das Tierchen aus der Arena. Der Kampf-Gronk. Stimmt, das war ja der. Der Kampf-Gronk. Ja. Ich erinnere mich. Schöne Grüße an dieser Stelle an meine Mutter. Die ist auch so ein Kampf-Gronk. Macht aber leckere Pizza. Alles ist phänomenal. Ist das Essen? Ja. Zack, da ist ein Gegner, Tim. Pass auf. War das Zufall, dass du diese Granate geworfen hast? Nein, das war gut. Alter, geil am Jungs! Ich weiß. So geil war es jetzt auch nicht dann. Wir müssen jetzt nicht da hier auf extra denken. Das wäre besonders. Oder? Ich habe gerade so einen Kommentar hier laut vorgelesen. Ich bin doch nicht lange da. So ein Video von einem Basketballspielen hat einer den Ball versunken in nicht, dem dafür vorgesehenen Zielraum. Hä? Ich verstehe das Spiel nicht. Basketball oder was? Nein. Hab ich doch gerade erklärt. Achso.
Ich verstehe einfach nicht, was der Tim da manchmal veranstaltet. Ich will halt so richtig krank alles ausbenutzen, so richtig crank. Ja, aber da so richtig crank in time. Du musst dir manchmal echt die Waffe ausgeben. Am schäbigsten, ne? Am unpassendsten einfach ist. Ich weiß, das ist mein Hakenzeichen. Ja. Dein Hakenzeichen? Du wirst das jetzt hier durchspielen. Hast du gerade Hakenzeichen? Ja, Hakenzeichen. Fickt euch! Fickt euch! Die einzige Waffe, die immer angebracht ist, sind Kreisklingen. Vor allem der immer, du bringst immer die falsche Waffe. Nicht die Kreisklingen ist die falsche Waffe. Das habe ich vorhin nicht voreingenommen, so. Ich liebe die Kreisklingen so. Das ist die absolut beste Waffe. Die geht immer. Die kannst du. Hör mir. Die geht immer. Hör doch mal zu. Ja. Den, Tom, Tim, Tom, 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 das ist einfach so. Glaub mir. Achso, mehr wolltest du jetzt nicht mehr sagen. Achso. Hört ihr mal doch. Ist es so.